Hi, jetzt sitzt sie in der Falle. Ach ja, und die erklären uns übrigens auch, ja genau, die ganzen Angriffsphasen. Weil wir hatten ja jetzt die ganze Zeit diesen Vorderangriff und jetzt haben wir auf einmal diesen Seitenangriff sozusagen, dass man von allen Seiten halt bekämpft wird. Und je nachdem, es ist ja eigentlich bekannt, es gibt entweder Vorteile oder Nachteile. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt hier rechts... Das Schlimmste ist natürlich das, was wir jetzt gerade haben, nämlich, dass wir von beiden Seiten attackiert werden, aber... Es gibt natürlich auch die Tatsache, dass wir einfach einen Hinterhalt bekommen und dann... Oh, und unser komischer Fragezeichen-Charakter hat Level behalten. Und natürlich ist es dann eben so, dass es nicht so gut ist, wie man meistens kennt und man halt nachteilig ist. Wahrscheinlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was es tut, aber ich denke mal, es verringert deine Geschwindigkeit, diese Anzeige da, die zeigt, wie schnell du angreifen darfst. Verteidig die Bienen! Sind das Werwölfe? Nein, das sind Wurmammuts. Ich habe oftmals das Gefühl, die Übersetzung ist nicht so gut geraten ins Deutsche, weil Wurmammut, was soll das sein? Oder, ja gut, der Feuerstrahl stimmt, aber bei längeren Namen sind es immer solche komischen kritisch. Oh nein, er hat einen kritischen Treffer gemacht. Man merkt vielleicht, dass das im Moment noch das Tutorial ist, weil wir sind alle Gegner mit einem Schlag und... Vor allem, wir haben keine Ahnung, wen wir überhaupt da spielen. So, 65 Erfahrungspunkte. Fix bekam ein Level Up. Und Wedge bekam ein Level Up. Und einen Trank erhalten. Und 267 Gold. Ja gut, von den Leben her passt schon. Speichern können wir übrigens noch nicht, warum auch immer. Und die Sachen schaue ich erst alle später an, weil die auch erst viel später wichtig werden. Momentan sind die ganzen Sachen da, die wir in unserem Inventar haben, nicht wichtig. Es hieß, der gefrorene Espas wurde in einem neuen Stollen gefunden. Vielleicht in diesem. Ja, dann suchen wir mal nach diesem Esper, was auch immer das ist. Yay, Random Encounter. Eine MR-Ratte und ein Quassmann. Der irgendwie ein bisschen aussieht, als hätte er einen Schraubenschlüssel in der Hand. Feuerstrahl. Feuerstrahl. Klingt übrigens ziemlich seltsam. Also entweder hat die Textbox nicht Platz für... Oh, Schlüssel. Ja, aber... Hä? Hat er gerade einen Schlüssel geworfen und dann ist er erst gestorben? Okay. Das ist, glaube ich, ein Save Point. Ja. Nein, ich... Okay, schauen wir uns mal die Info über Speicherpunkte an. Auf Save-Punkten sowie auf der Weltkarte könnt ihr Zelt und Schlafsack benutzen und außerdem das Spiel speichern. Kennt man ja bei Final Fantasy. Werdet ihr besiegt, geht das Spiel dort weiter, wo ihr zuletzt gespeichert habt. Auch wie bei alten Spielen. Wenn ihr auch GS, Schätze und so weiter erneut finden müsst. Was nicht so ganz toll ist. Bleiben eure erreichten Erfahrungspunkte und Level erhalten. Ja... Was man davon hält, weiß ich nicht, weil... Im Prinzip kannst du tatsächlich ziemlich, bei ziemlich leichten Bossen einfach die Taktik nehmen. Oh, ich besiege den Boss, lass mich sterben, besieg wieder den Boss, lass mich sterben und du kriegst die ganze Zeit die Erfahrungspunkte dafür. Naja, aber wir können auf jeden Fall schon mal speichern. Auf meinem alten Spielstand, weil den werde ich nie wieder brauchen. Und ihr habt hoffentlich gerade nicht gesehen, wie die Charaktere reißen, das ist nämlich ein bisschen spoilerhaft. Und ein Hinterhalt. Ein Seitenangriff. Hinterhalt hatten wir tatsächlich noch nicht. Haha. Ziemlich praktisch, dass wir gerade mit drei Leuten in der Party rumlaufen. Sonst wäre es ziemlich nervig, gegen drei Gegner zu kämpfen. Tatsächlich war die Wahl eigentlich zwischen Final Fantasy 4 und Final Fantasy 6, was ich gerade spielen will. Aus dem einen Grund, weil ich Final Fantasy 5 nicht habe. Und aus dem anderen Grund, weil das die einzigen beiden Final Fantasy sind, die ich überhaupt kenne für ein SNES damals noch. Und hier ist scheinbar zu. Ich erledige das. Zur Seite. Ein Feuerstrahl wahrscheinlich. Oder er rennt einfach dagegen. Ja, er rennt einfach dagegen. Wow. Hi. Der Esper bleibt hier. Welk, fass sie! Und anhand der Musik merkt man, hey, das ist der erste Boss. Warte! Denk an unsere Instruktionen. Was ist damit? Weiß
Weißt du noch das mit dem Monster, welches Blitze frisst? Und im Schneckenhaus speichern kann? Genau, also niemals das Haus angreifen. Niemals. Gut, in Ordnung. Das ist ein ziemlich interessanter Boss, wie ich finde. Einerseits sollte man keinen Blitzstrahl verwenden, weil das Viech Blitze frisst. Und andererseits, wie gerade gesagt wurde, ist das natürlich später nicht mehr gesagt, aber das ist halt fürs Jetzt wichtig gewesen. Man darf halt nicht das Haus angreifen. Weil wenn man das Haus angreift, ist halt das Problem, dass er uns irgendwann mal damit kontern wird, mit dem, was wir angegriffen haben. Und genau jetzt wird er gleich ins Haus gehen. Ja. Einfach warten. Da. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kann man doch abwarten. Oh nein. Ja genau, dann passiert das. Und tschüss. Abwarten. Was im Prinzip dasselbe ist wie blocken. Ich könnte ihn auch wiederbeleben, glaube ich. Hab ich irgendwas dabei? Ja, da ist er wieder. Ich probiere es mal, ob ich ihn vielleicht heilkraften kann. Er hat uns vergiftet. Oder paralysiert. Nee, vergiftet, weil sie kann ja angreifen. Funktioniert das? Nein. Etwas, was mich an alten Spielen etwas nervt. Die Tatsache irgendwie, dass du Sachen machen kannst, die auch keinen Sinn haben. Wie zum Beispiel, du sagst einfach mal, belebe XY wieder, aber XY ist tot. Also geht der Angriff einfach nur schief. Ich glaube, wenn ich Reihenfolge drücke, dann wechselt der, genau, wechselt der die Reihe zwischen vorne oder hinten. Und sie kann scheinbar auch Magie. Quell und Feuer. Die übrigens 0 MP. Ah ne, ich dachte, die kosten 0 MP, wäre irgendwie seltsam. Aber. Ich weiß übrigens immer noch nicht genau, was dieser Schleim gebracht hat. Ich habe zwar gedacht, das wäre eine Vergiftung, aber sie bekommt gar keinen Schaden. Ich sollte trotzdem mal heilen. Die Charaktere sind schon ziemlich low. Magitech, Heilkraft auf dich. Heilkraft! Wow. Also, man merkt wirklich einfach, dass man im Tutorial, dass ich meine, unsere Charaktere haben 100 Leben und dieses komische Teil heilt 300 Leben. Ich mag solche alten Bosse noch, wo man eigentlich überlegen muss, wie man sie besiegen muss und nicht einfach nur draufhauen kann, um sie zu besiegen. Es gibt aber auch so ein paar Nachteile, die ich bei Final Fantasy, die Final Fantasy 6 manchmal hat. Besonders gegen Ende des Spiels gibt es halt so ein paar Gebiete, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann, einfach weil sie total unfair sind oder total nervig. Aber das ist ja immer. Sieht jeder ja anders auf besser. Nein! Scheiße. Das war etwas zu spät. Och Mann. Jetzt greift er das Haus an. Megavolt. Scheiße. Oh gut, der hat es auf alle gemacht. Wenn das auf alle macht, macht es zum Glück ja nicht so viel Schaden. Aber der Boss hat ganz schön viel Leben dafür, dass es ein Tutorial-Boss ist. Oder ich verwende einfach das falsche Element. Megavolt. Ja. Ich glaube, ich... Wow. Ich sollte vielleicht auch nicht das Haus angreifen, sondern ihn. Ich habe gerade aus Versehen... Jetzt natzt er mich aber. Sterbe ich jetzt wirklich schon... Ich sterbe jetzt wirklich gleich beim Tutorial-Boss. Das darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Ja. Ich bin beim Tutorial-Boss gestorben. Wuhu. Das habe ich echt hingekriegt. Wow. Bin ich eigentlich voll geheilt? Nein, bin ich nicht. Ich soll vielleicht... Eigentlich will ich den Trank nicht verschwenden. Weil sie hat ja irgendwie so eine Zauberei. Was macht's denn? Magie, Quell, füllt HP. Dann heile ich mal so. Das war wirklich dumm, dass ich gerade gestorben bin. Das hätte echt nicht sein müssen. Ein Angriff von vorne. Das ist natürlich der beste Angriff im Prinzip.
Das hat niemand gesehen, dass ich beim ersten Boss gestorben bin. Aber ich kann euch jetzt schon verraten, das wird öfters mal so vorkommen, weil ich finde Final Fantasy VI ist im Gegensatz zu anderen Spielen, vor allem auch zu neueren Spielen, einfach nicht einfach. Es sei denn, du überlevelst dich, wie sonst noch was, aber momentan sind wir im Tutorial, du kannst dich eigentlich kaum im Tutorial überleveln. Es sei denn, du machst dir alle random Gegner, was eine ziemlich schlechte Idee wäre, weil die ziemlich... aus mehreren Gründen, die ich jetzt nicht gerade nicht nennen will. Es gibt so ein paar Sachen, die man bei Final Fantasy beachten muss. Hi. Ja, komm her, Welk. Hallo, Welk. Ja, das ist unsere Instruktion, das ist diese Schnecke. Ja, das Wort, das Blitze frisst. Ja, genauso, niemals das Haus angreifen, niemals. Ist klar, gut in Ordnung. Bliblablub. Schleim. Wieso trifft er eigentlich immer mit dem Schleim? Jetzt mache ich mal Eisstrahl. Vielleicht ist der Eisstrahl besser. Und... Nee, macht gleich viel Schaden. Im Prinzip ist es wie bei jedem alten Spiel. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Was? Warum habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte? Okay. Abwarten. Ich finde es übrigens ziemlich unfair manchmal, dass ich abwarten drücke und trotzdem der einfach mehr während dem Angriff, den ich schon vorbereitet habe, einfach dieses blöde. Okay, auf alle ist es in Ordnung. Ich heile mal mit dir. Achso, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist von wegen, dass es wie in allen alten Spielen so ist und auch eigentlich in den neueren, irgendwelche Instant-Zo-Zauber funktionieren logischerweise nicht auf Bosse. Wäre auch ein bisschen lame. Ich meine, was wäre das für ein Boss, den du einfach. Och, komm schon. Den einfach one-hitten kannst. Das ist einfach lächerlich. Oh. Das ist halt echt blöd, wieder. Komm mal nur. Alle. Gut. Auf den kannst du es von mir aus auch machen. Vor allem, der geht innerhalb von innerhalb eines Zuges immer in sein Haus rein oder raus. Schleim. Gut, dass er nicht getroffen hat. Momentan ist natürlich auch irgendwie versteht man den Sinn nicht von ihrer Magie, weil man hat Heilkraft, die nichts kostet und mehr heilt als ihr Zauber. Ich warte noch ab, geht der rein? Nein, er greift an. Natürlich, aber jetzt geht der rein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Heilkraft auf den da. Weil der wird oder so gleich angegriffen. Ja. Und noch mehr Heilkraft auf den. Oh, warte. Ich habe ganz vergessen, es heilt ja extrem viel. Es war eigentlich unnötig. Na egal. Hier kommt halt doppelte Heilkraft ab. Wuhu. Cool. Die Musik ist aber echt schön von Final Fantasy VI. Und was man auch oft, was ich oft bei Final Fantasy Bossen gemerkt habe, habe ich auch gemerkt, als ich Final Fantasy X gespielt habe. Die Tatsache, dass Bosse gefühlt eigentlich immer unendlich, nicht unendlich viele, aber halt ziemlich viele Leben haben. Ich meine, man merkt es. Wir machen... Oh. Wir machen ja nicht gerade wenig Schaden am Anfang und trotzdem ist es einfach so, dass man gefühlt diesen Boss kein... dass dieser Boss so viele Leben hat. Gut, auf alles in Ordnung. Was habt ihr denn für Erfahrungen mit alten SNES-RPGs? Ich habe sie tatsächlich erst viel später gemacht, weil ich bin nicht zur Zeit der SNES geboren, weshalb ich auch die meisten SNES-Spiele nicht... Oh, Schleim. Nicht kenne. Und ja, Elfie, da hast du recht, die Musik ist in allen Final Fantasy-Teilen... Oh, wir haben den besiegt. Ja, ist in allen Final Fantasy-Teilen gut. Da gibt es eigentlich wirklich kaum Ausnahmen. Wenn es überhaupt eine gibt. Aber was habt ihr, was mich so interessieren würde, ich weiß ja nicht, ob mehr Leute als EP-Verhaufen gerade da sind, aber was war denn eure Erfahrung mit SNES-RPGs allgemein oder mit Final Fantasy? Womit habt ihr denn angefangen? Und seid ihr von dieser Reihe auch irgendwie so begeistert wie ich? So. Ich kann mich kurz heilen gehen. Heilen fast.
Wäre schön, wenn diese Punkte auch